Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. يا أختي Geschwister im Islam, wir lieben euch für Allah subhanahu wa ta'ala und bitten Allah azza wa jal inständig darum, dass er uns alle im Paradies so vereint, wie er uns hier in dieser Dunya vereint hat. اللهم آمين. من أحب شيئا غير الله عذب به. Derjenige, der eine Sache mehr liebt als Allah, so wird er mit genau dieser Sache, die er mehr liebt als Allah, bestraft. Und wie viele sind das in dieser heutigen Zeit? Leute, die etwas von der Dunya mehr lieben als Allah, der die Dunya und was in ihr ist, erschaffen hat. Allah subhanahu wa ta'ala hat unsere Herzen so erschaffen, liebe Geschwister, dass wir etwas dienen müssen. Und so siehst du, Ibadullah, sie sind diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine dienen. Ihre Liebe zu Allah ist so gewaltig, dass keine andere Liebe mithalten kann. Wenn sie etwas lieben, dann lieben sie es für Allah. Alles in dieser Welt darfst du nur lieben für Allah. Deine Liebe soll immer verbunden sein mit Allah. So sagte der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in einer authentischen Überlieferung: Authaku ura al-Iman, al-Hubbu fillah wal-Bughdu fillah. Die feste Handhabe, der stärkste Knoten im Iman, das heißt der vollständigste Glaube, ist, dass du für Allah liebst und für Allah azza wa jal nicht liebst. Und das solltest du verstehen, o Diener Allahs. Keine Liebe darf gewaltiger sein als die Liebe zu Allah azza wa jal. Das bedeutet, wen auch immer du liebst, du verbindest die Liebe zu dieser Person nur mit der Liebe zu Allah. Aber wenn Allah diese Person nicht liebt, willst du ihn dann lieben? Willst du eine Person lieben, die Allah nicht liebt? Und daher sollten wir aufpassen auf unseren Iman, auf unseren Glauben. Du darfst niemanden lieben, den Allah nicht liebt. Ausnahme: eine Person hat einen Elternteil, der kein Muslim ist. Das ist Al-Hubbul Jibilli, sagen die Gelehrten. Das ist die natürliche Liebe. Aber auch diese natürliche Liebe, wenn es darum geht, dass dein Vater, der kein Muslim ist, oder deine Mutter, die kein Muslima ist, dir sagt, lass die Anbetung zu Allah, darfst du niemals gehorchen. Denn die Liebe zu Allah ist gewaltiger als jede Liebe. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Und dein Herr hat bestimmt, dass ihr niemanden anderen dienen dürft, außer ihm. Und zu euren Eltern. Zweiter Punkt. Erstmal Allah, dass niemand anderes gedient werden darf, außer Allah und zu euren Eltern. Die Eltern sind unter Allah subhanahu wa ta'ala. Daher passe auf deinen Iman. Und ich bin hier, damit ich dir diese Sensibilität gebe, dass du niemanden liebst, außer für Allah azza wa jal. Jede andere Liebe, die du nicht für Allah azza wa jal subhanahu wa ta'ala liebst, ist eine verlorene Liebe. Du wirst hier in dieser Dunya damit bestraft. Und im Jenseits, Allahumma la tu'adhibna la fi dunya wa la fi al-akhirah. Warum auch nicht? Warum nicht? Allah verdient die höchste Liebe. Wer hat dich erschaffen? Wer hat dich erschaffen, frage ich dich, o Diener Allahs. Und wer hat dir alles Annehmliche in diesem Leben gegeben? Wer versorgt dich? Wer entscheidet über alle deine Angelegenheiten? Wer kümmert sich um dich von morgens bis abends? Und wer ist der Einzige, der dich Yawmul Qiyamah in das Paradies eingehen lässt? Es ist doch nur Allah. Allah und niemand anderes außer ihm. Möchtest du dann jemanden auf dieselbe Stufe tun wie Allah Azza wa Jal? Allah subhanahu wa ta'ala sagt: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Und unter den Menschen. Unter den Menschen. Es gibt sie, es gibt sie. Unter den Menschen gibt es manche, sie lieben anderes außer Allah, wie man nur Allah lieben darf. Und das nennen die Gelehrten Shirkul Mahabba. Dass du Schirk in der Liebe hast. Allah redet hier über die Mushrikun, über die Götzendiener, die keine Muslime sind. Was haben sie gemacht?
Sie haben ihre Götzen geliebt, wie man nur Allah lieben darf. A'udhu billah. Haben die Götzen sie erschaffen? Antwort nein. Versorgen die Götzen sie? Antwort nein. Daraufhin lieben sie sie, wie man nur Allah lieben darf. Auch wenn sie Allah lieben, aber mit Allah lieben sie diese Götzen. Und alleine, dass du eine Liebe gleichstellst, sie müssen nicht einmal höher sein. Natürlich derjenige, der etwas mehr liebt als Allah, er ist verloren. Aber genauso jemand, der etwas genauso liebt wie Allah. Allah liebt diesen Schirk nicht. Das ist Schirk und Mahabba. Das bedeutet, dass du Allah in der Liebe jemanden beigesetzt, der es nicht verdient. Allah ist eifersüchtig. Inna Allaha yara. Allah, er ist eifersüchtig. Und Allah duldet niemals, dass mit ihm, neben ihm, außer ihm anderes angebetet wird. Subhanahu wa ta'ala. Liebe Geschwister, unsere Herzen sind so erschaffen, dass wir jemanden dienen müssen. Aber jetzt ist die Frage, was dienen wir? Du siehst viele Leute, sie dienen etwas von der Dunya. Einer ist verrückt nach Geld. Wallahi al-Azim, er steht morgens auf mit den Gedanken an Geld. Und er geht nachts schlafen mit den Gedanken an Geld. Und überhaupt beschäftigt ihn den ganzen Tag nur das Geld. Bei dem anderen sind es die Frauen. Bei wieder einem anderen sind es diese versauten Filme, wal-iyadu billah, die jetzt momentan so dermaßen geschaut werden von unseren Jugendlichen, von unseren Praktizierenden, dass man sagt, subhanallah, was haben diese Leute vom Islam gelernt? Und noch mehr, es gibt Leute, sie lieben von der Dunya einer seine Nationalmannschaft. Er weiß alles über diese Nationalmannschaft. Wenn diese Mannschaft verliert, dann ist er am Boden. Diese Leute haben ihre Liebe jemand anderem gewidmet außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und daher, das Problem von diesen Leuten ist, wenn dieses nicht mehr existiert und alles in dieser Dunya wird vergehen. Kullu man alayha fan. Alles in dieser Dunya wird zugrunde gehen. Was passiert mit seinem Herzen? Es wird leer. Leer. Er hat diese Sache verloren. Und er wird sie verlieren. Heute oder morgen. Heute oder morgen wirst du deine Frau verlieren. Heute oder morgen wirst du dein Geld verlieren. Heute oder morgen wirst du deine Arbeit verlieren, die bei manchen Leuten eine gewaltige Stellung momentan hat. Arbeite, Yahi. Aber die Arbeit hat einen höheren Wert als Allah. Du gibst das Gebet und das Fasten auf wegen der Arbeit und überhaupt interessiert dich die Religion nicht und du lernst nicht deine Religion wegen der Arbeit. Leute, die etwas mehr lieben als Allah subhanahu wa ta'ala. Und jetzt kommt das Gefährliche. Was ist das Gefährliche? Allah bestraft dich nicht in der Art und Weise mit dieser Sache, die du mehr liebst als ihn, dass er dich mit etwas bestraft, was du hast, nein. Denn dann würdest du damit aufhören. Zum Beispiel liebst du eine Frau mehr als Allah azza wa jalla. Ey wallah. Und wie viele der sogenannten Muslime, und bei Allah, sie sind keine Muslime, als seine Freundin ihm gesagt hat, ich will nicht, dass du betest und mit dem Islam zu tun hast, so entscheide dich für mich oder lass deine Religion. Er sagte, ich bleibe bei dir. Ich bleibe bei dir. Kafir. Dieser ist ein Kafir, weil er seine Frau mehr liebt als Allah subhanahu wa ta'ala. Daher aufpassen. Das ist kein kleines Thema, liebe Geschwister. Wir als Muslime dürfen nichts mehr lieben als Allah azza wa jalla. Aber wenn Allah sieht, dass deine Liebe jemand anderem gewidmet wird, außer ihm subhanahu wa ta'ala, dann bestraft er dich auf eine andere Art und Weise. Nicht, indem er dir einen Blitz schickt oder indem er einen Asteroid auf deinen Kopf fallen lässt. Nein, nein, nein. Er bestraft dich mit dieser Sache, indem er dir mehr gibt, noch mehr gibt und noch mehr gibt und noch mehr gibt, bis du denkst, Allah liebt mich, sonst würde er mir nicht so viel geben. Und dann lässt er dich in dem Glauben sterben, so dass du denkst, Allah ist zufrieden mit dir. Und er wird dann deine Seele nehmen, wenn du genau in diesem Zustand als Kafir stirbst. Wo ist dein Beweis, Abu Barah? Höre, was Allah azza wa jalla sagt. وَلَا تُعْجِبِكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. Ja, Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, Allah spricht den großartigen Propheten an. Du sollst nicht erstaunt sein bezüglich das, was wir ihnen, den Götzendienern, gegeben haben. An Kinder
und an Vermögen. Höre zu, Allah möchte sie damit nur in der Dunya bestrafen. Sehen erstmal Kinder wie eine Strafe aus? Nein, Allah gibt die. Sieht das Vermögen aus wie eine Strafe? Nein, das ist das Problem. Allah bestraft uns nicht mit Dingen, die wir hassen, sonst würden wir diese Sache lassen. Allah bestraft uns mit Dingen, die wir lieben, damit wir weitermachen. Weil er sieht, dass dein Herz und mein Herz verdorben sind. Deswegen lässt er dich auf diesen Weg, bis du stirbst und niemand kann dir zu diesem Zeitpunkt helfen. Sogar bevor du stirbst, wirst du die Sache erwähnen, die du am meisten in dieser Dunya geliebt hast. Ey Allah. Und wie viele sagten bei ihrem Tod, ich möchte noch einmal mein Geld zählen. Ich möchte noch einmal meine Freundin sehen. Ich möchte noch einmal dieses Lied singen und so weiter und so fort. Die Geschichten sind viele. Allah bestraft dich mit etwas, was du liebst. So merkst du die Strafe gar nicht. Was sagt Allah Azzawajal? Ja, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dich soll nicht erstaunen, was wir ihnen, den Götzendienern, an Kindern und an Vermögen gegeben haben. Allah möchte sie damit in der Dunya bestrafen. Hast du das gehört? Allah möchte sie damit in der Dunya bestrafen und nicht nur bestrafen. Allah sagt weiter, während sie aber denken, dass alles in Ordnung ist, sie sind benommen, weil sie nur beschäftigt sind mit diesen Dingen, und Allah wird ihre Seele nehmen, wenn sie Kuffar sind. Allahumma la tumitna illa wa anta radi anha. Das solltest du wissen. Abu Bara, darf ich meine Frau nicht lieben? Doch, du liebst deine Frau für wen? Für Allah. Wenn deine Frau eine Sünde macht, darfst du sie nicht dafür lieben. Weil Allah liebt das nicht, diese Sünde, die sie gemacht hat. Und wenn deine Frau eine gute Tat macht, sollte deine Liebe zu ihr steigen. Deine Liebe ist verbunden mit der Liebe zu Allah Azzawajal. Niemals darfst du jemanden aufgrund einer bestimmten Sache lieben, wenn Allah ihn bei dieser Sache nicht liebt. Ich wundere mich, subhanallah, wie viele von unseren Jugendlichen diese Fußballspieler lieben. Wallahi, eine Liebe, die sich nicht gebührt für einen Muslim. Ich wundere mich, wie viele von unseren Jugendlichen diese Rapper lieben. Liebt Allah diese Leute? Liebt Allah Leute, die zur Zina rufen, die zur Kriminalität rufen, die die schlimmsten, verdorbensten Wörter in ihren Liedern ausdrücken? Liebt Allah diese Leute? Und wenn Allah sie nicht liebt, was ist dein Recht, dass du sie liebst? Der vollständigste Glaube ist, dass du für Allah liebst und für Allah hasst. Was Allah liebt, das liebst du. Und was Allah Azzawajal nicht liebt, das darfst du niemals lieben. Deswegen höre noch einmal, Allah wird die Leute mit dem bestrafen, was sie am meisten lieben. Und diese Liebe zu etwas anderem wird vergehen. Und diese Person, der etwas anderes liebt außer Allah, so wird er zerstört sein, wenn diese Liebe nicht mehr da ist. Das ist Strafe nur hier in dieser Dunya. Und yawmul qiyama bekommt er eine gewaltige Strafe. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin wa ashhadu an la ilaha illa Allah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ثم أما بعد. Lasst uns das Beispiel hören von einem geehrten Diener, von einem Sahabi, dessen Herz nur mit Allah Azza wa Jal Subhana verbunden war. Und es ist niemand anderes außer Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu wa arda. Eines Tages kam Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu in die Moschee. Und an diesem Tag ist der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Zimmer von seiner Lieblingsfrau Aisha radiallahu anha wa ardaha verstorben. Und sie haben den Propheten sallallahu alaihi wasallam bedeckt mit einem Tuch. Abu Bakr wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht, was geschehen ist. Und er kam in die Moschee herein und hörte einen Riesentumult. Und es wurde gesagt, La wallah, ma mata Rasulullah. Bei Allah, der Gesandte ist nicht gestorben. Die Sahaba haben so eine gewaltige Liebe
zu dem Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehabt, dass sie es nicht geglaubt haben, dass er gestorben ist. Und unter ihnen Umar radiallahu anhu arda. Er sagte, ich werde jeden Munafiq töten, der behauptet, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam gestorben ist. Schau, wie emotional er war. Umar ibn al-Khattab, warum? Weil er liebte den Propheten sallallahu alaihi wasallam, eine Liebe, die wir uns nicht vorstellen können. Natürlich nicht mehr als Allah, aber wen lieben wir mehr als alles andere in dieser Welt? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mehr als unser Vater und mehr als unsere Mutter und mehr als alles in dieser Dunya. Und Umar radiallahu anhu hat diese Aqidah gehabt, hat diesen Glauben gehabt. Er sagte, wer von den Munafiqun, wer von den Heuchlern sagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam tot ist, so werde ich ihn köpfen. So werde ich ihm den Hals abschneiden. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu wurde ins Zimmer geführt, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam lag. Und dann sah er ihn zum ersten Mal regungslos. Und er hat das Tuch vom Gesicht vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam weggenommen. Und er sagte, wie schön du bist, ja Rasulallah, lebendig oder tot. Wie schön du bist, ja Rasulallah. Und er küsste ihn auf die Stirn und ging raus zu dem Sahaba. Und die Sahaba haben nur geschrien, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ist tot. Dann kam er zu ihnen und er ging auf die Minbar. Und Umar tobte. Er sagte, Umar, ijlis. Umar setzt sich hin, aber Umar hat sich nicht hingesetzt. Er wollte nicht sitzen. Er konnte sich nicht halten. Niemand darf behaupten, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam tot ist. Dann sprach Abu Bakr as-Siddiq Wörter, die in die Geschichte eingegangen sind. Er sagte, man kana ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mat. Wer Muhammad sallallahu alaihi wasallam anbetet, so soll er wissen, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist gestorben. Wa man kana ya'budu Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. Aber wer Allah anbetet, so soll er wissen, Allah ist der Lebendige, der niemals stirbt. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist tot. Er ist tot. Sollte aber mit ihm die Religion aufhören? Antwort, nein. Die Religion hat nicht mit ihm aufgehört. Nein, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist jetzt an einem geehrten Platz. Aber was haben Leute gemacht, als er gestorben ist, liebe Geschwister? Manche haben die Religion verlassen. Manche haben die Religion verlassen. Was sagte Abu Bakr as-Siddiq? Wer den Propheten Muhammad angebetet hat, so soll er wissen, er ist tot. Aber wer Allah anbetet, und das ist die Hoffnung für uns, so soll er wissen, Allah ist der Lebendige, der niemals stirbt. Ganz gleich, wie sehr du eine Sache liebst, natürlich die Liebe, wie wir erklärt haben, darf nicht über der Liebe zu Allah stehen. Ganz gleich, wie sehr du eine Sache liebst, du weißt ganz genau, die Liebe zu Allah ist höher, ist größer, ist gewaltiger. Und daher zeigst du Geduld, weil Allah nehmen kann, was er auch gegeben hat, subhanahu wa ta'ala. Und dein Herz hängt an Allah azza wa jalla. Deswegen sagte Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, min a'zami asbabi diq al-sadr ta'alluq al-qalbi bi ghayri Allah azza wa jalla. Zu den gewaltigsten Gründen, dass jemand eine enge Brust bekommt, unglücklich ist, unzufrieden ist in der Dunya, ist, dass sein Herz an etwas anderes hängt, außer an Allah. Und er sagte weiter, فَمَنْ أَحَبَّ شَيْئًا غَيْرَ اللَّهِ عُذِّبَ بِهِ. Derjenige, der etwas mehr liebt als Allah, so wird er damit bestraft. Und ich möchte dir zum Schluss nur eine Sache sagen, o Diener Allahs. Die Liebe zu Allah Azza wa Jal ist die gewaltigste Liebe. Und durch die Liebe zu Allah wird er dir alles erleichtern. Er wird dir Geduld geben, wenn du etwas auch verlierst in dieser Dunya, was du liebst. Und Allah wird dir erleichtern. Es kann niemals sein, niemals, und passe auf, o Diener Allahs, dass du nicht zum Fajr-Gebet aufstehen möchtest, dass du es hast, zum Fajr-Gebet aufzustehen. Das kann niemals sein, wenn du Allah über alles liebst. Es kann niemals sein, wenn du im Monat Ramadan bist, möge Allah azza wa jalla
uns diesen Monat gesund erreichen lassen. Es kann niemals sein, dass du fastest, während du dieses Fasten hast. Es kann niemals sein, dass du deine Zakat gibst für die Armen, während du sie widerwillig gibst, ohne dass du es eigentlich möchtest. Es kann niemals sein, dass du die Hajj vollziehst, diese schweren Riten, außer dass du Geduld zeigst für Allah, weil Allah deine größte Liebe verdient. Und durch diese Liebe, wenn Allah sieht, dass du eine wahrhaftige Liebe hast, wird er dir alles andere erleichtern. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا في هذه اللحظة الطيبة المباركة العظيمة أن تغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقوموا إلى صلاتكم.